Viele wünschen sich einen Bus von Montag bis Freitag. Da soll er die Familienkutsche sein, der Reisebus, viel Platz bieten, alltagstauglich sein. Und am Wochenende, da will man ins Grüne fahren, da will man das Wohnmobil haben, da möchte man schlafen, kochen können. Wer sich das wünscht, der sollte jetzt bei uns bleiben. Denn Robin stellt uns den NV300 Sunrise vor. So Robin, Achtung, bevor wir richtig loslegen, wir machen jetzt hier ein Kurzporträt, ein paar Minuten vorstellen. Wer sagt, das ist interessant, der sollte auf jeden Fall ein Abo abschließen oder wieder in den Kanal reinschauen. Denn nachher wird Robin wirklich jeden Sitz verschieben, jeden Knopf drücken, jeden Reifen knutschen, alles im Detail zeigen. Und hier nur mal ein Kurzporträt. Robin, was sehen wir hier? Ja, wir sehen den NV300 Sunrise, basiert auf dem NV300. Ist ausgebaut mit einem Aufstelldach zusätzlich und mit einem flexiblen Sitzschienensystem mit Airline-Schiene. In dem Fall jetzt mit einer Dreiersitzbank, verschiebbar, umklappbar, auch zur Wohnliege. Diese Airline-Schienen werden ja nicht von Nissan eingebaut, da gibt es einen Spezialist, der das einbaut, aber wir haben noch mal einen separaten Film gemacht, sogenannten Flex-Van, wo das auch mit drin hat, was unheimlich viele Möglichkeiten bietet. Also du hattest damals zig Mountainbikes reingestellt und verzurrt und so. Dieses ist ein tolles System. Wenn wir ihn jetzt erstmal aufteilen, dann haben wir ja von Montag bis Freitag, wenn wir so plakativ sagen, den Alltagsbus für die Familie, wer viel Platz braucht, viel transportiert. Was kann er? Ja, Montag bis Freitag im Endeffekt alles, was du damit machen möchtest. Ladung transportieren, Sitze raus, Sitze wieder rein, individuell verschieben, individuell anpassen. Du kannst, wenn man dreckig ist, einfach nass rauswischen. Ist ein schöner Vinylboden, geht einfach ganz easy zum Rauswischen, zum Sauberhalten. Und oder Kinder transportieren, ne, mit einem Tisch, den es optional mit dazu gibt. Ach, also ich habe ja zwei kleine Kinder, lange Fahrt, Urlaub, wir fahren gern nach Berlin. 8 Stunden, Tisch, Spiele, Frieden. Wunderbar. Genau. Den gibt es dann wahrscheinlich, du hast Dreierbank, also theoretisch kann ich ihn dann mit 8, so ein 8er-Kombi, genau, oder 7er-Kombi, auch Konferenzbestuhlung gegenüber. Geht mit auch dem Tisch. Geht auch. Darf ich auch während der Fahrt den Tisch benutzen? Geht auch. Traumhaft. So, jetzt ist er, glaube ich, knapp unter 5 Meter hast du. 4,99 Meter. Jetzt würde Markus Walter sagen, ist toll, wenn du Fähre fährst, wird es günstiger. Sprich, wir haben sicherlich einen der Busse, der maximalen Raum bietet. Auch du hast mir erklärt, diese Kastenform nutzt den Raum ideals aus. Also wer einfach das Bedürfnis hat, ich will viel transportieren, weil ich viele Kids habe oder eben sogar im Businessbereich, zum Beispiel, sag, hey, Güter zu transportieren, der kriegt ja richtig viel geboten, viel Platz. Jetzt kommt aber der Samstag, der Blaumann fliegt in die Ecke, der Businessanzug hängt im Schrank. Was kommt dann? Ja, jeder kennt es, samstags möchte man mal irgendwo hinfahren, irgendwas erleben. Ganz easy, einfach ausräumen. Alles, was man noch drin mal haben möchte, zum Beispiel die 2, 3 Sitze, je nachdem. Campingbox hinten rein. Da ist Campingbox? Campingbox, ganz genau. Da ist dann ein Gaskocher mit dabei, eine ausklappbare Spüle, ein bisschen Stauraum, dass man einfach ein bisschen Zeug mitnehmen kann auch. Und dann übers Wochenende irgendwo hinfahren, hinstellen, Dach aufklappen, oben aufmachen. Kann man bequem oben zu zweit auch bequem liegen. Oben zu zweit. Also habe ich quasi ein Campingmobil Light, habe eine Küchensituation, kann drin mir ein Wohnzimmer quasi mit Tisch und Stühlen organisieren. Genau. Und es ist wahnsinnig schnell umgebaut, wie du uns ja nachher, genau, dann auch, glaube ich, zeigst. Motorisierung, State of the Art, denke ich. Ich glaube, 2 Motorisierungen hast du gesagt. 2 Motorisierungen aktuell, 145 und 170 PS, wahlweise Schaltgetriebe oder Automatik nach der Euro 6D Tempo-Norm. Ja, jetzt, sobald man diesen Bussen Richtung Wohnmobil geht, dann ist man ja sehr schnell auch bei Marco Polo und California. Dann wird es leider auch wenn es sehr schöne Autos sind, zugegeben, auf sehr, sehr teuer. Ich glaube, wir können aktuell noch nicht wirklich einen Preis sagen, aber es ist natürlich preislich sehr, sehr attraktiv, weil Nissan immer ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau, und durch das, dass man den individuell konfigurieren kann, also dass man sagen kann, ich möchte 2 Sitze, ich möchte 3 Sitze, 5 Sitze, ich möchte eine Campingbox oder ich möchte sie nicht, ist das preislich auch und hat einen relativ großen Spielraum. Stefan. Ich glaube, wenn das Thema interessant ist, auch mal bei uns die Playlist Camping reinschauen, weil es auch noch den Wildlife gibt. Genau. Es gibt, wie gesagt, die andere Version mit Flexvan. Wir machen jetzt die ausführliche Version. Dranbleiben. Bitte, wenn Fragen sind, ab in die Kommentare. Wir haben wirklich bis heute geschafft, jedes Kommentar zu beantworten. Wir freuen uns natürlich auch über jedes Like und jedes Abo. Und jetzt geht's los mit der Großversion. Dankeschön. Danke.